So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, heute habe ich einen Termin in der Mercedes-Benz-Niederlassung in München. Und zwar gucken wir uns heute en Detail die brandneue E-Klasse an. Ich habe mir extra nichts durchgelesen, nichts angeguckt, keine Bilder gesehen, damit ich jetzt richtig überrascht bin und damit ich vor allen Dingen jedes Detail in mich aufsauge. Los geht's! Schon. Ihr noch nicht. Schön abgedeckt. Und da ist der Kai. Tag, Kai. Hi, Matthias. Schön, Moin. Dass du da bist. Moin. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Weil das ist was ganz Besonderes, finde ich, wenn man so ein Auto enthüllen darf. Ich habe noch nichts gesehen. Mhm. Deswegen bin ich sehr gespannt. Vor allen Dingen finde ich krass, dass wir jetzt T-Modell haben. Ja. Weil ist eigentlich mein Liebling, offen gesprochen, von der E-Klasse. Und deswegen, ja. Willst du noch was sagen vorher? Dann können wir es gleich wegreißen. Ich merke, deine Anspannung ist da, deswegen haben wir ihn auch einfach abgedeckt. Wie viel Prozent der Teile sind neu? Hast du eine Zahl? Ja, man sagt immer so, um die 30% sind nochmal neu gemacht worden. 30%? Genau. Wow. Einige sieht man, andere Sachen sieht man nicht, die merkt man dann aber später. Die erklärst du mir dann. Mhm. So, dann los bitte los, oder? Ja. Das Blöde ist, wenn man das selber macht, sieht man es nicht. Dann schnell wieder nach vorne. So, okay. Ja, das mag ich sehr gerne. Boah, die Innenausstattung. Also, Frontscheinwerfer sind neu. Ist die Motorhaube auch neu dafür gekommen? Motorhaube, Grille und so weiter? Motorhaube ist nicht dafür neu gekommen, wobei wir ja jetzt immer schon die Powerdomes mit dabei haben. Das hat der Avantgarde, das ist unser quasi der Einstieg in das Fahrzeug und auch die AMG-Line mit dabei. Aber die komplette Front selber, die ist natürlich neu gemacht worden. Ja. Das siehst du auch hier in der AMG-Line an dem A-Shape-Grill, der so ein bisschen weiter auseinander geht. Ja. Die anderen Modelle haben das auch. Was ist denn da eigentlich drunter? Da haben wir die bewährte E-Klasse noch mal drunter gepackt. Dann decken wir die jetzt auch ab, damit können wir ein bisschen hin und her gucken. Ganz ehrlich, Kai, ne? Wenn du dir den Vorgänger anguckst, ne? Dann hast du ja nicht das Gefühl, irgendwie ist er in die Jahre gekommen, da muss jetzt mal was Neues her. Der sieht immer noch fresh aus, auch wenn der neue daneben steht. Mhm. Heißt das eigentlich immer noch Mopf? Ja, Modellpflege sagen wir dazu. Finde ich super. Seit wie vielen Jahren heißt das Mopf? Ich glaube, seitdem es Mercedes gibt. Genau. Also Powerdomes ist natürlich Weltklasse. Ganz ehrlich, das sieht boom. Genau. Schmalere Scheinwerfer. Und die sind jetzt auch serienmäßig die LED-Scheinwerfer. Du hast oben die Augenbraue sozusagen, die einfach sagt, das ist der Mercedes. Und die beiden hervorleuchtenden Pins, die sagen das unverwechselbare Vier-Augen-Gesicht der E-Klasse. Hier bin ich. Also LED sieht mega aus. Wenn du sie dir im Vergleich anguckst, sieht jetzt der Vorgänger so ein bisschen lieblich aus. So floral, das Tagfahrlicht so, ne? Wie so zwei Blätter oder sowas. Und der ist schon richtig... Er ist auch da absolut digital, ein bisschen alien-like. Wenn ich dir mal das Licht anmache, wirst du das gleich sehen von diesem Serienscheinwerfer. Genau, mach mal Licht an, bitte. Ja, ich weiß, was du meinst, alien-mäßig. Das ist schon... Das sieht gut aus. Das Krasse ist, dass das Tagfahrlicht oben immer noch so heller ist, ist immer noch präsent. Ja. Okay, was gucken wir uns als Nächstes an? Wir können noch mal ganz kurz hinten schauen. Der Heckstoßfänger ist ein bisschen angepasst worden. Und beim T-Modell haben wir die Leuchtgrafik angepasst. Wobei, wenn du die Limousine siehst, ist das Heck ein völlig anderes. Ja, genau. Und damit wirkt auch das Heck noch mal deutlich kräftiger, satter auf der Straße. Warum habt ihr es beim E-Klasse T-Modell nicht gemacht? Zu große Investitionen? Da war es einfach nur so, dass man gesagt hat, das T-Modell hat schon ein so schönes, proportioniertes Heck mit der Chromleiste, dass man gesagt hat, okay, wir passen da dann eher die Leuchtengrafik an, um wieder zur Limousine quasi gleich zu kommen. Kofferraumvolumen ist natürlich gleich geblieben. Genau. Endrohre auch. Ja. Dieser angedeutete Diffusor, ist das Avantgarde? Das ist von der AMG-Line. Das sieht aber auch gut aus. Ja. Nochmal einfach nur vom Schwung her leicht angepasst, damit es einfach zu der neuen, sportlicheren Optik natürlich dann noch einfach passt. Sehr gut. We'll be right back.
dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein, ne? Für dich vorbereitet. Sitze sind neu. Etwas angepasst, genau. Die sind aber sehr gemütlich. Ja. Ich muss mir die ein bisschen runterstellen. Alter, was ist das für ein Riesendisplay? Genau, das aber das ist normal, ne? Oder ist es größer geworden? Es ist vom Vorgänger halt eben schon bekannt mit 12,3 Zoll, ja. Zweimal unser Widescreen. Aber jetzt auch in der Serie ist immer ein komplett digitales Display vorhanden mit zweimal 10,25 Zoll. Und es ist auch immer unsere MBUX serienmäßig mit Hey Mercedes. Serienmäßig? Serienmäßig, immer mit Navigation das und Hey Mercedes. Gut. Das ist gut und das ist neu. Genau. So, jetzt fassen wir mal das Lenkrad an. Ah, hier, das Touchpad ist neu. Genau, Touchpad only, auch immer in der Serie mit dabei. Finde ich gut. Mhm. Finde ich gut, dass es so ist, ganz ehrlich. Ja. So, jetzt das Lenkrad ist natürlich die größte Neuerung, ehrlich gesagt, im Innenraum. Ne? Ist das normal, dass das so dick ist? Das ist halt eben jetzt speziell bei der AMG-Line natürlich ein bisschen kräftiger gemacht, dass du auch was in der Hand Musst hast. Musst du bestellen, AMG-Line? Na, ganz kurz, weil das ist einfach Weltklasse. Schaltwippen finde ich mega. Also ich fand die alten auch mega, aber die neuen sind mega rarara. Mhm. Also es ist gleich ein anderes Gefühl und du hast, denkst dir so, ja, das ist wieder ein Step weiter, ist wieder neu, aber genauso gut wie vorher, nur noch einen Tacken moderner einfach. Was sagst du zur Bedienbarkeit? Es ist, viele Leute haben sich ja beschwert ein bisschen, mhm, ne, mit diesen kleinen... Mhm. Touchpads auf dem Lenkrad. Genau. Ist das hier besser geworden? Ja, das ist es. Und zwar ist da jetzt die Smartphone-Technologie drin. Das heißt, die Pads sind kapazitiv, ja, und kriegen halt eben noch genauer deine Finger in dem Moment mit. Ja, das ist krass. Sehr viel Technik quasi drin. Das war bei den alten, Pads war das so, dass du wirklich so, du musstest da anfangen, wo er will, dass du anfängst. Ja. Und hier kannst du einfach drüber streichen und er macht es genau so, wie du denkst, mhm, quasi. Also es ist nicht so, dass das ein dummes Pad ist, sondern es ist ein intelligentes Pad, so gefühlt. Ja. Weil er wirklich, auch wenn du nur so drüber streichst, wenn du drüber streichst, aus Versehen macht er nichts. Mhm. Aber wenn du ungefähr drüber streichst, dann macht das. Und das Lenkrad hat noch eine Intelligenz drin, die du gar nicht siehst. Und zwar ist das jetzt auch vom Griff her kapazitiv für unsere Fahrassistenzsysteme. Ein kleinerer Schritt weiter in Richtung automatisiertes Fahren. Ja. Bis dato brauchte die E-Klasse sozusagen immer eine kleine mechanische Rückmeldung am Lenkrad. Musst du mal anfassen und so ein bisschen Gegendruck geben. Und so ein bisschen Gegendruck geben. Dass er weiß, du bist noch da. Genau. Wie ist es jetzt? Jetzt brauchst du nur noch die Hand am Lenkrad haben, weil zwei Matten eingenäht sind, die merken, dass deine Hand am Lenkrad ist, ohne dass du eine Mechanik ausarbeitest. Okay, also du musst nicht so tun, als wenn du noch da bist und als wenn du mitmachen würdest, sondern es reicht, wenn du anfasst. Also das Lenkrad würde ich jetzt gerne mit nach Hause nehmen, ehrlich gesagt. Ja. Ansonsten natürlich auch MBUX mit Hey Mercedes. Sie versteht mittlerweile so viel. Du kannst fragen, wo deine Skigebiete sind, ob du Skifahren kannst. Ja. Du kannst Spiele spielen, also zum Beispiel so ein Geo-Quiz mit den Kindern einfach so ein bisschen abfragen, was sie gelernt haben. Ja. Und oder ob sie besser sind als die Eltern. Oder ob sie besser sind. Was sagst du? Was ist dein Fazit zu dem Auto? Weil diese E-Klasse an und für sich ist natürlich immer schon einfach ein grandioses Fahrzeug, was wir im Portfolio haben. Super dynamisch, super schnittig. Okay, der Motor bleibt gleich beim AMG? Der Motor bleibt gleich, genau. Wie ist das mit dem Allradantrieb? Ist das genauso mit abschaltbar und so weiter und so fort? Das ist dann halt eben genauso, wie man es bis jetzt halt eben schon kennt. Genau, also Driftmodus ist auf mit bei. Oh. Ja, genau, das wolltest du wissen. Ja, weil das ist ja, ne, wir müssen ja immer alle irgendwie ein bisschen braver werden, leiser werden und so weiter und so fort. Und am Ende hast du solche schönen Sachen nicht mehr wie den Driftmodus. Und das fände ich sehr, sehr schade, ehrlich gesagt. Die Bandbreite ist einfach da. Du hast halt eben den AMG, mit dem du das machen kannst. Und auf der anderen Seite haben wir dann ein Portfolio von 7 Plug-in-Hybriden, wo du Limousine, T-Modell, Diesel, Benziner, Heckantrieb, Allradantrieb. Wir können die komplette Klaviatur spielen. Was ist dein absolutes Highlight an dem Auto? Also meins Lenkrad zu 1000%, weil ich finde das so wichtig, weil das ist das Ding, was du den ganzen Tag anguckst und anfasst, mit dem du den ganzen Tag arbeitest. Das ist für mich das Allerwichtigste und das finde ich einen richtig guten Schritt nach oben. Sehr schön geworden. Ja. Und das Coole ist, dass das Auto so weiterentwickelt wurde, dass er eben nicht der alte mega alt wirkt. Mhm. Das ist ja auch immer, ne? Die Kunden, die das Auto behalten, den Vorgänger, dass die dann stinkig sind und sagen, oh Mann, ey, jetzt sieht mein Auto wieder aus wie 10 Jahre alt. Ja. Finde ich gut, schön weiterentwickelt. Also Kai, ich würde natürlich jetzt sehr, sehr gerne fahren. Ne? Was sagst du denn zu dem Thema? Das wirst du bald. Und wir werden dir das Auto sogar vor die Tür stellen. Okay, sehr gut. Und dann darf ich wirklich ausführlich ran. Ja, bitte. Sehr schön. Also das war ein guter, kompakter Walkaround, wie man so schön sagt. Mhm. Vielen Dank dafür. Mega gutes Auto geworden. Ich bin sehr gespannt, was dann mit Fahren ist. Ciao. Oh! Ja, jetzt hast du da blockiert. Geh ein Stück weg, dann fährt er weiter.
Geht schon super los. Morgen. Flamingo on Fleek. Was ist beim Flashen? Ist richtig pam, 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 pam. Ja. Ja, das muss er haben. Ja.